Der deutsche Mobilitätspreis richtet sich quasi an alle. Denn alle müssen dann mithelfen, dass wir die Digitalisierung erfolgreich gestalten, dass wir die Mobilität der Zukunft pushen und dass natürlich viele mit Best Practice Angeboten kommen und sagen, wir sind eine stolze Universität, wir sind ein tolles Unternehmen, wir sind eine Initiative, ja, bis hin zum Bürger, der Auszeichnungen bekommt, wenn es gute Ideen gibt, und das Ganze bis zum 7. Juli einsenden. Man kann das alles einsehen bei www.deutscher-mobilitätspreis.de, und dann freue ich mich darauf, dass wir tolle Ideen haben, denn es geht um die nächste Generation. Die nächste Generation, die nachhaltig, effizient, klimafreundlich und vor allem digital die Mobilität der Zukunft gestalten soll. Und dazu sind alle aufgerufen und herzlich eingeladen.